So, das werden jetzt ganz leckere Weihnachtsmandeln oder gebrannte Mandeln oder gebrannte Nüsse, wie auf jedem Weihnachtsmarkt. Vielleicht nicht ganz so süß, weil ein bisschen weniger Zucker. Die Zutaten sind hier. So, dann brauchen wir dafür noch eine tiefe Pfanne. Ich nehme immer eine Bockpfanne und einen Holzlöffel. Ganz wichtig, jeder andere Löffel aus Plastik würde dabei untergehen. Okay, die Pfanne ist vorgeheizt. Und da hinein kommen jetzt erstmal alle Zutaten. Angefangen mit Wasser, Vanillezucker, Zimt und habe ich was vergessen? Ja, den richtigen Zucker. Und die Mandeln natürlich. So, alles rein. Jetzt immer schön rühren, bis das ganze Wasser mit dem Zucker verschwunden ist und die Mandeln krümelig werden. So, das ist jetzt der Moment, wo die Mandeln krümelig werden. Das heißt, der Zucker wird hart. Und jetzt geht es weiter mit immer weiter rühren, 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 bis die Mandeln wieder anfangen zu glänzen und der Zucker wieder geschmolzen ist. So, und nun glänzen unsere Mandeln wieder schön. Das ist gut. Und zweitens kleben sie dann beim Auskühlen nicht so aneinander. Okay. So, das sind jetzt unsere gebrannten Mandeln. Fertig zum Verputzen. Allerdings sind sie jetzt noch sauheiß. Also, lieber Finger weg. Ja, ich wünsche euch allen schöne Weihnachten, eine schöne Adventszeit. Kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund.